So, wir sind wieder mal im schönen Thüringen unterwegs und wir sind natürlich auf dem Weg in eine Schiefergrube, in einen Stollen, in einen Schieferstollen. Und ich bin natürlich zuversichtlich, dass wir ihn finden, dass wir den Eingang finden. Das glaube ich schon. Ich weiß zwar nicht aktuell, wo genau da steckt, aber das finden wir schon. Man spürt schon die oder den kalten Luftzug aus dem Stollen. Und, aha, wie kann es anders sein? Haben wir schon einen gefunden? Wir haben schon einen Stollen gefunden. Wollen wir uns natürlich mal anschauen, was es da drinnen so zu entdecken gibt. So, hier haben wir einen Stollen entdeckt, der leider eingestürzt ist. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Der Stollen ist leider etwas verfallen. Wir werden mal schauen, ob wir noch einen anderen finden. Aber ich bin mir ziemlich sicher. So, der Stollen war leider zu verfallen. Aber ich habe schon einige Wege entdeckt, wo man noch höher gehen kann. Und da werden wir natürlich mal noch ein bisschen höher gehen. Es ist natürlich immer sehr, sehr interessant. Es werden natürlich auch immer, vermute ich, immer wieder Stollen einstürzen. Das ist leider mit der Zeit so. Das war quasi die untere Sohle. Und wir gehen jetzt praktisch auf den Weg. So, jetzt sind wir wieder auf dem Hauptweg. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf Beatmaster.tv. Und wir sind heute wieder mal auf dem Weg in eine alte Schiefergrube. Wir werden uns die Schiefergrube natürlich anschauen. Wir stehen gerade hier an einem kleinen Steinbruch und haben hinter dem Steinbruch ein Stollensystem entdeckt. Es ist jetzt kein großes Stollensystem, aber es hat eine große Abbauhalle, einen großen Holbar, wie man so schön sagt. Und wir wollen uns natürlich das Ganze mal anschauen, wie es da drinnen ausschaut. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, bitte hinterlass dir ein Abo und aktiviere die Glocke. 40% meiner Zuschauer haben leider noch kein Abo von meinem Kanal. Ihr könnt natürlich meinen Kanal ein bisschen unterstützen, das wäre natürlich super. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß hier aus der Schiefergrube in der Nähe vom Probstzöller. Wir sind hier auf einen Berg gekraxelt und wollen uns die Schiefergrube anschauen. Wir haben jetzt hier noch einen Stollen gefunden. Es ist wirklich sehr, sehr warm, trotz der Abendstunden noch. Und wir sind, So, wir haben jetzt hier, einen Eingang gefunden, den wir jetzt mal reingehen wollen. So,
Ich glaube, dass ich hier schon mal irgendwann gewesen bin. Wir sind praktisch hier im Herrenbruch. Wir sind jetzt hier in so einer Art Steinbruch gelandet. Also wir sind jetzt praktisch durch ein Loch gekommen, durch einen Eingang im Felsen und sind praktisch hier in einem Steinbruch gelandet. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Wir müssen wahrscheinlich noch höher. Aber schauen wir mal. So. Wir müssen jetzt wieder durch den Stollen, hier ist sogar Wasser drin. Also ganz so ausgetrocknet ist Thüringen nicht. Müssen wir doch hier durchkrabbeln. So, wir haben es wieder geschafft. Also bergauf steigen ist echt relativ. Anstrengend, wollte ich sagen. So, wir haben hier, man hört es schon schallen, ein Stollensystem entdeckt. Es ist hier ziemlich versteckt am Berg und auch ziemlich feucht und immer noch viele Mücken. Wir wollen uns jetzt mal hier umschauen, was wir hier drinnen noch entdecken können. So. Es ist ein alter Schieferstollen. Ich weiß es nicht, ob der Schieferstollen als Untertageverlagerung geplant war. Wir sind jedenfalls in der Nähe von Probstzella. Schaut euch das an. Wir sind hier in einer riesengroßen Halle, in einer riesengroßen Abbauhalle. Vielleicht kann man das irgendwie erahnen. Man kann es jedenfalls am Schall gut hören. Es ist eine Riesenhalle. Hier oben bei Probstzella. Wir haben jetzt ein bisschen gesucht danach, weil es nicht so leicht zu finden ist. Es ist in so einer Art Steinbruch. Es ist jetzt kein großes Stollensystem, aber doch ganz schön. Mich faszinieren natürlich immer wieder solche Trockenwände. Mich fasziniert das, weil die halt relativ stabil gebaut sind. Ne? Also man kann ja nichts irgendwas rausnehmen. Und die sind relativ massiv und stabil. Wahrscheinlich war der Stolleneingang auch mit so einer Art Trockenmauer zugemacht. Der ist natürlich jetzt offen, sonst wären wir natürlich nicht reingekommen. Aber ich finde sowas natürlich immer wieder faszinierend, solche Trockenmauern. Wie man sowas früher praktisch gebaut hat, dass es so massiv und stabil ist.
das Stollensystem ist auch noch nicht allzu sehr vermüllt, weil es natürlich relativ weit oben am Berg liegt. So, aber wir wollen wieder runtergehen, die Frau nicht lange warten lassen. So, ihr seht, es wird langsam dunkel. Wir müssen uns auf dem Heimweg machen, also zumindest mal zum Auto, denn wir müssen nachher noch zum Hotel fahren. Wir haben natürlich, da meine Frau mit an Bord ist heute, haben wir natürlich ein Hotel gebucht. Die Kinder sind auch mit dabei. Meine Frau ist jetzt natürlich nicht mit hier hochgekommen. Wäre natürlich Blödsinn. Sie ist unten bei den Kindern. Wir sind verantwortungsbewusst und die Stollenanlagen befahre ich nur alleine. Nur wo es möglich ist, dass meine Frau mitkommt. Es ist sehr, sehr interessant hier. Wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, ob es eine Untertageverlagerung war. Das weiß ich leider nicht. Es handelt sich jedenfalls um einen großen Schieferbruch. Die untere Sohle war zu. Ich weiß nicht, es gibt hier noch mehr. Es gibt, glaube ich, hier noch mehr Stollen. Ich habe jetzt bloß nicht alle mir angeschaut, weil wir natürlich erst angereist sind. Ich habe bis heute Mittag gearbeitet bei meiner Firma und bin dann praktisch von Alhamming in Oberösterreich hierher gedüst nach Probstzella. Wir sind jetzt praktisch über Probstzella. Wir sind noch nicht im Dorf. Das Hotel ist vielleicht zu Fuß, ja, eine halbe Stunde vielleicht entfernt. So, wir müssen gleich am Auto sein. Also es geht steil bergauf und auch wieder steil bergrunter. Und wir sind praktisch jetzt auf dem Weg. Wir haben an so einem kleinen Steinbruch geparkt. Und meine Frau wartet jetzt natürlich unten. So, wir haben es gleich geschafft.